country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan, it's a future man. Okay. Wir müssen herausfinden, ob Displays und Zerkesi zusammenarbeiten. Und bis wir es wissen, soll ich es ruhig angehen lassen. Wenn du jemanden tötest, werde ich die Mission abbrechen. Das Pentagon hat mit Displays Verträge in der ganzen Welt. Der Präsident verschluckt sich an einer Brezel, wenn er von unserer Aktion erfährt. Ja, der Präsident verschluckt sich an einer Brezel. So, ich bin das Chaos Theory. Da sind wir wieder. Und diesmal mit Unterstützung. Hi. Und wie heißen wir? Ja, wie ich heiße, da bin ich mir jetzt nicht selber sicher, aber ich sag's mal. Die meisten kennen mich 53 WW oder Daniel kennt mich selber. Dennis! Nüss! Okay, Nüss. Halt Nüss. Ignis. Sau, ey. Zack. Es hat jetzt nur noch gefehlt, dass du diesen behinderten Reim kommt. Was? Enis, das reimt sich auf Penis. Also nee. Das ist gut. Da bin ich nicht drauf gekommen. Okay, Lichter ausschießen. Aber ich glaube, Let's Play Together ist sowieso keine gute Idee bei Splinter. Weil ich auch ein bisschen hören will, was die sagen. Und die zuhören auch. Also, es ist das erste und das letzte Mal wahrscheinlich. Was? Let's Play Together, Splinter. Was heißt Together? Dass du mitredest. Ach so. Es tut mir so leid. Wer sind Sie? Macht doch nix. Doch. Ich muss jetzt gleich in die Ecke gehen und weinen. Gut. Es ist nicht gut. Wo bist du überhaupt gerade? Displays. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber egal. Irgendwo in New York. Oh mein Gott. Dein Ziel ist, irgendwo von A nach B zu kommen und ohne die Wachen zu... dass sich die Wachen erwischen. Richtig. Snake, das ist deine Mission. Okay. So, er hat ausgeredet. Man könnte den Ventilator ausschalten, wenn man durch wollte. Man muss den Ventilator ausschalten, wenn man durch will. Ich will nichts sagen. Was, den Ventilator oder die Leute? Was? Der Ventilator sagt nichts, die Leute sagen was. Ja. Was musst du ausschalten? Den Ventilator. Ey, weißt du, dass man eigentlich das Spiel auch ohne einen Menschen überhaupt anzugreifen, glaube ich, durchzuspielen? Ich weiß, aber ich habe gerade jemanden angegriffen, das war ein Fehler. Ach, egal. Ich mach's da jetzt in Zukunft mit allen Missionen. Bonus-Missionen. Ich dachte, du hast das Spiel schon mal gespielt. Oder ist es blind? Das ist auf keinen Fall blind, ich habe das schon mal durchgehabt. Dann freu dich. Mach ich auch. Boah, ich mag Züge. Rotzkopf. Halt die Klappe. Halt die Fresse. Halt's mal. Ich komm mit Dönerspieß. Lecker. Da fällt mir ein, ich hab noch einen Freidöner, kann ich mal holen, wenn ich will. Oh, nur weil ich Döner gesagt habe. Jo. So, hier gibt's einen kleinen Trick. Man kann nämlich Gasgranaten einsetzen, um die drei oder vier Leute da unten gleich auszuschalten. Mal gucken, ob es klappt. Ich hoffe mal. Das schaffst du nicht. Eigentlich wollte ich schon bei Doom 3 mitmachen, aber... Tja, hast du es zu spät gesagt. Ja, scheiße. Ich hatte dich schon vorher gefragt, du hast ja gesagt, aber du warst dir nicht sicher, ob es bei Doom 3 war. Ey, ich hab's geschafft. Finesse ist was für Angeber. Aha, Angeber. Ich hab alle ausgeschaltet. Eine Gasgranate. Wie viele sind das überhaupt gewesen? Vier Leute mit einer Gasgranate. Das ist immer eine gute Ausbeute. So, hier hat jemand, einer von denen einen Koffer, glaube ich, gehabt. Den ich hacken soll. Du schaffst es, dich ins Internet rein zu hacken und... was die ganze Welt damit beherrscht. Wow. Ziemlich unheimlich. Geile Türen. Ja, ich habe schon mal von so etwas gehört. Nochmal, hier, nein. Ach egal, da ist er woanders. Die Lichtdurchlässigkeit mikroskopisch kleiner Kristalle, nur wo? Das Glas eingebettet sind. Cool. Man sieht alles, man hört bloß nichts. Ach so, schon ist es nicht, da muss ich eben hacken. Danke, Will. So. Du bist voll der Hacker. Es ist auch sehr leicht hier drin zu hacken. Ich muss ab und zu mal den Capture Hotkey betätigen, dass die Stimmen hinterherkommen. Das ist ein kleines Problem. So ein bisschen wie bei Hulk.
Da muss man auch hacken. So. Den da schreiben wir mal ganz geschickt mit einem Ringflächengeschoss aus. Ich hoffe, ich treffe von hier aus. Nein, das war ein bisschen tief. Nein, tut mir leid. Ah, nein. Verdammt. Mann, ich will nicht. Ich will jetzt nicht meinen Computer neu starten. Doch. Windows, halt einfach fressen. Nein. Verdammt, ich treffe von hier aus nicht. Okay. Ach Gott. Dann mache ich eben Haftschocker. Davon habe ich eh 5 Stück. Voll auf die Fresse. Bam. Ich hoffe, da ist keine Kamera. Oh, und wenn schon. Da oben ist einer, aber hinter ihm ist keiner. Very nice. Mein Ziel ist es jetzt. Noch nicht. Ach, egal. Mein Ziel ist es jetzt hier den Strom herzustellen. Hoppala, da war doch scheinbar noch einer. Strom herzustellen und mit dem Aufzug nach oben zu fahren. Okay, da war doch keiner. Umso besser. Sicherheitszugang. Oh. Hacken. Das heißt ein Code. Ach ne, Kamerazugang. Okay, das hat gar nichts gemacht. Wieso Kameras sind nützlich? Ja, aber nicht für mich. Ja. Für dich sind die schon. Und ich hasse immer noch Evon Wiesel, gell? Wusstest du das schon? Ja. Hier und ist es. Hier ist es so witzig. Was? Ich sag mal, erwischt worden. Ja, er hat mich erwischt. Aber, warte, wenn man es hier richtig macht, dann kann man hier einen richtig geilen Tod machen. Also, eine Wache richtig geil ausschalten. Tu es nicht, Mann, es ist ein Mensch. Menschenleben stehen auf dem Spiel, Mann. Das ist kein Mensch, das ist eine Wache. Ich muss nur dafür sorgen, dass er mich nicht sieht. Der mach es mal. Okay, ich hoffe mal, der hat mich jetzt nicht mehr im Blick. Nein, gut, sehr gut. So, den schleich mal jetzt hinterher. Dann geht er in dieses Fitnessstudio. Und dann übt er ein bisschen, um Muskeln zu kriegen. Der stellt sich aufs Laufband, aber erstmal schalte ich seinen Kollegen hier aus. Hab ihn. Jetzt freut sich er noch einmal. So. Jetzt joggt der Typ auf dem Laufband. Huhu. Was bringt es dir? Wackelt mit seinem supergeilen Arsch rum. Ich guck dir ein bisschen zu. Hat überhaupt der Typ von Splinter Cell überhaupt einen Namen? Sam Fisher. Ah, stimmt, der Sam Fisher. Jetzt störe ich das Laufband. Und jetzt konnte ich. Kurz geschlossen. Und jetzt pfeife ich. Und der Typ ist ohnmächtig. Das ist ein geiler Spielfehler. Das geht gar nicht, das ist unlogisch. Es ist aber machbar in dem Spiel. Es ist machbar. Hast bestimmt irgendwo geguckt bei, keine Ahnung. Ich hab's doch selber rausgefunden. Okay. Nein, niemand hat mich aus. Ach nee, doch nicht. Ich muss dieses Server hier auch hacken. Damit Grim da was draufladen kann. Zack, ja. Okay, wir haben den Zugangsalgo. Sauber. Jetzt können wir auf den Zentralserver. Let's play together forever. Gute Arbeit. Das war der erste. Okay, ein Server gehackt. Super Mario All-Star. Mist, wieso kriege ich hier jetzt überhaupt lang? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was am Ende ist. Ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt jetzt schlau war. Ich würde nichts sagen, aber ich dachte, du kennst das Spiel. Aber nicht komplett auswendig mit den Lüftungsschächten. Oh nein, ich bin hier. Ach, was soll's. Ist eigentlich okay. Hier ist auch eine kleine Schleichwerbung, sag mal ruhig. Kleine Schleichwerbung. Schleichwerbung? Ja. Psst. Von McDonald's? Psst. Er hat das neue Prince of Persia. Voll die Schleichwerbung. Das ist nämlich auch von Tom Clancy. Oh mein Gott. Was für eine Schleichwerbung. Wie unauffällig. Geht alle bei McDonald's essen? Habt Spaß dabei. Ihr könnt dabei. Ohne McDonalds nicht leben. Leben! In Dönerladen kriegt ihr alles umsonst. Ihr müsst einfach nur mit dem Dönerspieß ankommen. Wham! So, den habe ich ausgeschalten. Und dann bleibt noch diese eine Woche da übrig. Scheiße, wo steht der Wichser jetzt? Oh, hier wird's ein bisschen laut. Wegen dem Standgewehr. Oh, alle werden sterben. Steht mit dem Gesicht zu mir. Zack! Erwischt. Gut.
Ne, ich darf ihn nicht töten. Ich darf keinen hier töten, weil es dann passiert folgendes. Game over. Verdammt, Fischer. Ich sagte doch keine Toten. Ich breche die Aktion ab. Mission beendet. Bam. Mission fehlgeschlagen. Okay, das darf nicht passieren. Ich hab dir doch gesagt, Sir, du solltest keine Menschen töten. Mensch. Ah, das ist mein Hobby, Lambert. Und du bist nicht böse. Da unten war's dein Hobby. Karl, warum hast du das getan? Hör auf, Werbung zu machen. Aber Karl, das kann ich nicht.